Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute brandneu aus dem Hause Pulsar das Axion XM30 und das XM38 hier bei uns. Das XM38, wie der Name schon sagt, ist größer. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ich zeige euch die mal direkt nebeneinander, dass ihr das seht. Da habt ihr vorne ein 38mm Objektiv anstelle eines 30mm Objektivs. Ansonsten sind die Geräte fast identisch, wenn man hier mal schaut. Von der Größe her ist es ein Ticken länger, also es ist wirklich auch noch ein super handliches Gerät. Ich nehme es nochmal so in die Hand, damit ihr da auch nochmal seht, wie das aussieht. Also auch hier wieder nimmt die Handfläche ein, Objektiv und Okular stehen über. Das war's, ja. Okay, aber was sind jetzt die Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten? Wir haben bei beiden Geräten dieselbe Auflösung, also 320x240 Pixel. Und auch die Bildschirme, also das Display, mit dem ihr durch das ihr durchschaut, ist auch 1024x768, auch gleich bei beiden. Aber wir haben hier neben der 38mm Linse, haben wir hier eine Vergrößerung von 5,5 bis 22, während das hier von 4 bis 16 geht. So, ich habe jetzt hier mal ein Glas mit warmem Wasser. Ihr könnt sehen, das ist ein Glas, es ist warm, aber ihr seht nicht durch das Glas durch. Also ihr könnt jetzt nicht meinen warmen Daumen zum Beispiel auf der Hinterseite sehen. Der ist komplett verborgen, auch wenn ich jetzt die Finger vorne wegnehmen würde, so quasi, könnt ihr den Daumen nicht sehen. Ja, das liegt daran, dass ihr mit dem Thermalsichtgerät nicht durch Scheiben schauen könnt. Also dieser Mythos, dass man Leute im Auto beobachtet, wenn die Fenster oben sind, selbstverständlich, und die dann darin sieht, es geht nicht. Thermalsichtgeräte können weder durch Wände noch durch Scheiben durchschauen. Naja, auf jeden Fall, so sieht das aus, wenn man mit dem Thermalsichtgerät einen Schluck sich genehmigt und auch ein bisschen was daneben laufen lässt. Ich kann trinken, aber ich mache es jetzt mal nicht. Warmes Wasser ist, boah, aber für die Wissenschaft. Abgesehen davon, dass ich jetzt aussehe wie ein Schweinchen, habe ich hier nochmal meine Taschenlampe schon seit ein paar Minuten eingeschaltet, um mal nochmal zu zeigen, wie das hier mit dem Licht aussieht, wenn die Lampe sich erwärmt hat. Ich schalte sie jetzt mal aus. Na, das war die falsche Richtung. So, Lampe ist aus und ihr könnt jetzt sehen, der Körper der Lampe ist warm, der Führungsring hier aus Plastik, der die Wärme nicht so gut leitet wie jetzt das Aluminiumgehäuse, der ist andersfarbig. Ja? Also da habt ihr wirklich auch nochmal einen Indikator oder ein gutes Bild dafür, wie kalte und warme Gegenstände miteinander aussehen. Das XM30 und das XM38 von Pulsar sind mit die ersten Geräte, die im zivilen Markt mit 12 Mikrometern arbeiten. Standard ist normalerweise 17 Mikrometer, sowohl bei Pulsar als auch bei anderen Herstellern. Das macht diese Geräte so besonders. Damit ihr euch nicht zusätzlich noch mit einem Entfernungsmesser rumplagen müsst, habt ihr hier eine ähnliche oder eine improvisierte Funktion mit eingebaut. Wenn ihr euch da durchs Menü klickt, findet ihr einen Punkt, der sieht so ein bisschen aus wie die Empfangsbalken vom Handy, also so klein, größer, größer, größer. Und habt ihr auf der linken Seite einen Hirsch, einen Hasen und ein Wildschwein. In der Mitte sind zwei rote Striche. Wenn ihr jetzt irgendwo ein Tier in der freien Wildbahn seht und dann die Up- und Down-Tasten drückt, dann gehen die Striche auseinander und gehen zusammen. Und wenn dann das Tier an der Seite von der Größe her da reinpasst, habt ihr da neben dem Tier auch nochmal die Meterzahl, also die Entfernung, angedeutet. Ein wunderschönes, mitgedachtes Feature ist übrigens hier, ihr seht es ja, der Deckel, der wackelt hier vorne rum. Wenn ich jetzt ein bisschen was Dynamischeres beobachten würde, würde der Deckel vielleicht davor schwingen und mich stören. Da habt ihr hier in dem Seitenteil von dem Haltegriff und auch im Deckel ein Magnet verbaut. Das heißt, wenn ihr den hier so nach oben schnickt, dann bleibt er hier direkt drauf kleben, sage ich mal. Also natürlich nicht kleben, aber magnetisiert. Und damit ist er aus dem Weg und stört euch nicht. Ein Wort habe ich noch für die Aufnahmefunktion. Normalerweise ist es so, dass bei Thermalsichtgeräten der Sensor direkt ausgelesen wird und dann entweder gestreamt oder auf den internen Speicher die Daten abgelegt werden. Hier ist es so, dass da der Bildschirm ausgelesen wird. Und entsprechend das hochskaliert. Also ihr habt keine wirkliche 1024x768er Auflösung, sondern von dem 320er Auflösungssensor, das Ganze dann ein bisschen hochskaliert.
Und dann habt ihr doch eine relativ gute Qualität. Also die Videos sehen wirklich sehr, sehr schick aus für diese geringe Auflösung, die das Gerät nur bietet. Natürlich gibt es auch einen Haufen Zubehör für diese Geräte, die auch absolut Sinn machen. Nämlich hier zum Beispiel hier diese Tree Mount, nennt sich das Ding jetzt. Ist natürlich auch gut, um es an den Hochsitz zu schrauben. Aber gerade hier für Beamte, die irgendwie im Auto sitzen und was beobachten, die können dann ihr Handy mit WLAN mit dem Gerät verbinden und das dann irgendwo außen an einem, was weiß ich, Laternenmast oder sonst wo anbringen. Und können dann da im Prinzip das Ding statisch stehen lassen und können dann aber über diese Remote-Verbindungen entsprechend die Bildanzeige dann starten. Große Linse, kleine Linse, was ist für mich das geeignete Modell? Das kommt darauf an, was ihr beobachten wollt und wie weit das weg ist, was ihr beobachten wollt. Hier habt ihr, wie gesagt, 4- bis 16-fachen Zoom. Da habt ihr 5,5 bis 22-fach Zoom. Also das ist natürlich für weitere Entfernungen. Allerdings, wie ihr das auch von Zielfernrohren und Magnifiern und sonstigen Optiken kennt, denkt dran, wenn ihr eine größere Vergrößerung habt, habt ihr ein kleineres Sehfeld. Der Unterschied beträgt hier, beim XM30 habt ihr 7,3 Grad Sehfeld und beim XM38 nur noch 5,8. Also das ist wirklich dann ein Ticken enger. Aber wie gesagt, dafür habt ihr hier eine bessere Auflösung bzw. eine bessere Qualität auf weitere Entfernung. Stellt sich natürlich die Frage, haben denn dann noch solche teuren oder hochpreisigen Geräte hier von Pulsar dann noch eine Zukunft, wenn es hier sowas Kleines, Kompaktes gibt? Ja, natürlich haben die noch eine Daseinsberechtigung. Die haben natürlich hier eine viel, viel bessere Qualität und Auflösung als diese Handgeräte. Dafür ist es natürlich ein Riesenbrummer. Ja, den kann ich halt nicht mal so einfach in die Brusttasche stecken oder unauffällig zur Beobachtung rausziehen. Das fällt sofort auf, dieses Riesending. Ja. Es hängt immer davon ab, wie klar ich das sehen will und wie weit ich damit sehen will und ja, wie scharf ich die ganzen Geschichten brauche. Das ist wirklich schnelle Beobachtung, kleinhandlich, vergisst man nicht. Das ist halt einfach der Ferrari unter den Thermalsichtgeräten. Eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn euch die Thematik Nachtsichtgeräte oder Thermalsichtgeräte bzw. was dazwischen liegt interessiert. Der Stefan, mit dem ich hier die Filme mache, der hat sich damit schon mal intensiv auseinandergesetzt, hat da das Pulsar XP38 sich mal näher zur Brust genommen und hat da ein paar Filme gemacht. Ich blende euch die Links dazu unten ein, sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Zusammengefasst, die neuen Axion-Geräte XM38 und XM30 sind wirklich extrem gut ausgereift, sehr gute Qualität für dieses Maß, da muss ich ja immer mal geben, schaut euch mal an, wie klein das ist, ja, also es ist wirklich, also ich kenne jedenfalls niemanden, der in dieser Preisklasse, in dieser Größe und mit dieser Qualität abliefert. Pulsar hat wirklich einen sehr guten Job gemacht. Wir sind jetzt ja, wie gesagt, mit die Ersten, die diese Geräte in der Hand halten. Ich bin mir sicher, die werden den Markt ganz schön aufräumen damit. Wenn ihr darüber nachdenkt, im Rettungsbereich als Jäger oder im Law Enforcement Bereich, also die Anwendungen sind wirklich endlos. Ich finde sie klasse. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ich wollte schon das 2000-Euro-Gerät klatschen. Hier runde Form wird vorne, hinten oder auch von der Seite eingesteckt. Okay. Wenn ihr es draußen benutzt, habt ihr natürlich auch entsprechend den Wetterschuss. Das heißt, das ist IPX7. Den Wetterschuss habt ihr da? Was für ein Wetterschuss? Psch, Gewitter, Gewitter. Okay. Und denkt daran, geht raus und macht Filme.